Hast du Gewinne mit Kryptowährungen gemacht, zum Beispiel Bitcoin, und bist dir nicht ganz sicher, ob du darauf Steuern zahlen musst? Wenn ja, dann ist die Haltedauer, das heißt, wie lange hast du eigentlich diesen Bitcoin beispielsweise besessen, sehr, sehr entscheidend. Wie du die Haltedauer genau berechnest, erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich habe schon mal ein Video dazu aufgenommen, wie Gewinne aus Bitcoin, Ethereum und Co. versteuert werden müssen. Das heißt, wenn du gar keine Ahnung hast, wie die steuerliche Situation bei Kryptowährungen ist, solltest du unbedingt mal hier vorbeischauen. Das heißt, schau da auf jeden Fall vorbei, wenn du noch gar keine Ahnung hast. Wenn du dieses Video gesehen hast, weißt du, dass Gewinne aus Kryptowährungen steuerfrei sind, wenn du die Kryptowährung länger als ein Jahr gehalten hast. Deswegen ist natürlich die Berechnung der Haltedauer absolut entscheidend. Und in diesem Video schauen wir uns einmal an, wie sich eigentlich genau die Haltedauer berechnet. Um die Haltedauer steuerrechtlich korrekt zu ermitteln, gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist die FIFO-Methode. FIFO steht für First In, First Out. Das heißt, den Bitcoin, den du verkaufst, ich bleibe mal beim Beispiel Bitcoin, den Bitcoin, den du verkaufst, ist der Bitcoin, den du auch als erstes gekauft hast. Das heißt, den du am längsten hältst. Im Gegensatz dazu gibt es auch die LIFO-Methode. LIFO heißt Last In, First Out. Das heißt, du verkaufst den Bitcoin, den du als letztes gekauft hast und nicht als erstes gekauft hast. Zugegebenermaßen, viele Finanzämter akzeptieren die LIFO-Methode nicht. Und ehrlicherweise, steuerlich ist sie in den meisten Fällen auch nicht unbedingt günstiger. Das heißt, mit LIFO bist du häufig steuerlich schlechter gestellt und hast unter Umständen Ärger mit dem Finanzamt. Deswegen ist meine persönliche Empfehlung immer, wähle am besten die FIFO-Methode. Wichtig an dieser Stelle ist nämlich auch, dass du die Methode, die du einmal gewählt hast, nicht einfach wechseln darfst. Das heißt, einmal LIFO, immer LIFO, einmal FIFO, immer FIFO. Schauen wir uns die Ermittlung der Haltedauer doch einfach mal anhand eines Beispiels an. Und zwar wähle ich die FIFO-Methode, weil sie meistens günstiger ist und ich weniger Ärger mit dem Finanzamt habe. Und ich bin groß in Bitcoin eingestiegen, und zwar letztes Jahr. Am 5. April 2021 habe ich 2 Bitcoin zu jeweils 20.000 Euro gekauft. Und weil es so gut lief, bin ich am 17. Dezember nochmal eingestiegen, also habe meine Position erweitert und habe mir nochmal 2 Bitcoin zu jeweils 40.000 Euro gekauft. Also einmal im April für 20.000 jeweils und im Dezember für 40.000 jeweils. Da sich der Bitcoin-Kurs weiter positiv entwickelt, überlege ich mir, zu einem Kurs von 50.000 Euro am 16. Juni 2022, dass ich gerne 3 Bitcoin verkaufen möchte. Das FIFO-Prinzip sagt jetzt, ich verkaufe erst die Bitcoin, die ich schon ganz lange in meiner Wallet habe. Das heißt, ich verkaufe 2 Bitcoin, die ich letztes Jahr im April gekauft habe. Und da ich jetzt aber 3 verkauft habe, verkaufe ich auch noch 1 Bitcoin, den ich im Dezember 2021 gekauft habe. Um jetzt zu schauen, wie viel Steuern ich auf meinen Bitcoin-Gewinn zahlen muss oder was eventuell steuerfrei ist, muss ich schauen, wie lange habe ich denn die Bitcoin besessen. Und von dem Verkauf von 3 Bitcoin zu jeweils 50.000 Euro habe ich 2 Bitcoin schon am 5. April 2021 gekauft und jetzt verkauft am 16. Juni 2022. Das ist offensichtlich länger als ein Jahr. Und damit ist der Gewinn, den ich aus diesem Verkauf gemacht habe, komplett steuerfrei. Und der ist durchaus hoch. Ich habe 2 Bitcoin zu jeweils 50.000 Euro verkauft, das heißt 100.000 Euro. Der Einkaufskurs war aber 2x 20.000 Euro. Das heißt, ich habe tatsächlich insgesamt 100.000 Euro Verkaufserlös minus 40.000 Euro Anschaffungskosten sind 60.000 Euro Gewinn. Aber diese 60.000 Euro sind tatsächlich steuerfrei und muss ich nicht mal in der Steuererklärung angeben. Anders verhält es sich bei dem einen Bitcoin, den ich erst am 17. Dezember gekauft habe. Weil zwischen dem 17. Dezember Einkauf bis zum 16. Juni Verkauf ist kein ganzes Jahr vergangen. Das heißt, hier muss ich jetzt einmal rechnen, Verkaufskurs von 50.000 Euro minus 40.000 Euro Einkaufskurs im Dezember sind 10.000 Euro Gewinn. Und ein Gewinn aus Bitcoin-Geschäften bei einer Haltedauer von unter einem Jahr muss ich keine Steuern zahlen, wenn der Gewinn unter 600 Euro liegt. In diesem Fall sind es 10.000 Euro, das heißt, er liegt ganz offensichtlich deutlich über den 600 Euro. Das bedeutet, ich muss die 10.000 Euro auch vollständig versteuern. Vollständig bedeutet, ich kann auch nicht die 600 Euro abziehen, sondern wirklich auf die gesamten 10.000 Euro muss ich Steuern zahlen, und zwar mit meinem persönlichen individuellen Steuersatz. Ich hoffe, dieses Video hat dir einen guten ersten Überblick darüber gegeben, wie eigentlich die Haltedauer von Kryptowährungen berechnet wird. Ich weiß, dass es in der Praxis immer irgendwie Sonderfälle gibt und das manchmal gar nicht so einfach ist. Dann würde ich dir vorschlagen,
Du findest ganz versteckt unter diesem Video einen Kommentarbereich, der nur auf deine Frage wartet. Stell also gerne deine Frage da, dann können wir mal zusehen, dass wir dir auch da weiterhelfen können. Wenn du jetzt dir denkst, Mensch, ich hätte gern einen Steuerberater für meine Selbstständigkeit, für die Buchhaltung und meine Steuererklärung und so weiter, dann habe ich auch einen Tipp für dich. Wir sind spezialisierte Online-Steuerberater für Freiberufler und Selbstständige und alle Informationen zu unserem Angebot verlinke ich dir einmal hier. Schau da also gerne vorbei. Schau aber auch in unserer Online-Community gerne vorbei, da kannst du auch gerne alle Steuerfragen zu deinen Bitcoin, Kryptowährungen, Ethereum und so weiter stellen. Wie du dich anmelden kannst, erkläre ich dir in diesem Video. Ansonsten schau dir auch gerne dieses Video an. Kaufe ich mir doch nochmal 2000 Bitcoin? Alter, ich bin rich!